Und? Wie? Jetzt? Jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja, ich bin hier in Jöckingsgerät. Habt ihr das gehört? Ja, ihr Vögel habt alles im Gebäude. Mit demselben Netz verbunden. Auch das Spielzeug. Könnt ihr abstellen, dass ihr alles verrückt spielt? Okay. Und hier ein heißer Tipp. Nicht entschuldigen. Lieber gleich von Anfang an richtig machen. Ja. Im Ernst? Ich weiß. Aha. Wirklich? Ja. Im Ernst? Ich weiß. Jasmin, hi, wir haben gewartet. Ja, 3778. Das sind sehr ernste Anschuldigungen, die Sie vorbringen. Wir brauchen einen sicheren Raum. Tja, die Beweise sprechen für sich. Mr. Carlin, ich fürchte, ich muss Sie bitten, mir zu folgen. Du hast es drauf, Horatio. Halt einfach durch. Alter. Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Zentralserver finden. Nein. Shit, der Falsche. Das ist er. Au, Alter. Selber die Scheiße, Handy. Noodles Daten sind jetzt DadSex Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemme. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Noodle, einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut. Dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten. Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja? Sie haben die Tastenanschläge? Ich verstehe.
Vielen Dank. Mr. Carlin, ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Ich bin nur froh, dass sich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine, er... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. So, ich glaube, okay. Ich glaube nicht, dass... Hinsetzen! Rachel, das war heftig. Alles gut? Mir geht's besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudelbus. Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Yo, wie läuft der Transfer? Echt top, Marcus, top! Bloom zapft definitiv die Leitung von Noodle an. Die haben Noodle sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Noodle auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach kommt schon, so schlimm ist Noodle nicht. Hey, was geht, Horatio? Ey, viel Spaß mit dem Dump. Aber heb mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal codieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangapfel probiert? Lecker, oder? Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Gut. Sag mir alles, was du über DedSec weißt. Ha. Ein Nudelbus. Oh ja, klingt.
Das klingt gut. So, jetzt brauche ich erstmal ein Audio. Die Polizei ist zunehmend besorgt wegen der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, die laut Experten selbst für Gangs von extremer Brutalität gekennzeichnet waren. Der Polizeichef warnte... Nein, oh mein Gott. Ich hab weggedrückt. Hin. Oh shit, dein Ernst, Alter? Hallo? Sitara? Josh? Bitte sag, dass das nicht das ist, was ich denke. Marcus, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ich werde getrollt. Wurde unser App-Server gehackt? Vielleicht solltest du herkommen, wenn du kannst. Herkommen heißt Katze. Was sonst? Scheiß Lenny. Bürger der Welt, darf ich um eure erbärmliche Aufmerksamkeit bitten? That's it. Ist ein Haufen Loser, die eure Newsfeed spammen. Sie täuschen vor, die Retter eures freien Willens zu sein. Aber eigentlich sind sie nur ein paar Script-Kiddies, die einfach alles tun würden, um berühmt zu sein. Das hört jetzt auf. Ich erteile jetzt DedSec eine Lektion. Und DedSec, wenn ihr denkt, ich werde und kann euer System nicht zerstören. Tja, dann bitte erlaubt mir, dass ich mich jetzt vorstelle. Fuck. Sag, dass das nur Kiki ist. Es ist nur Kiki.
Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Ah, sei still, verdammt! Ah. Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. Dedzek wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen. Wir müssen das clever angehen. Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld ja, hat. Verdammte Regierungen, Bloom, Noodle, selbst beschissene Terroristen. Die Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachricht in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Okay. Was denn? Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Die für das FBI Terroristen jagen? Das plant die Behörde offensichtlich. Wegen zunehmender Cyberangriffe und der Integration von CTOS in die Stadtinfrastruktur ergreift das FBI Maßnahmen zum Schutz dieser Technologie. Ein Kongressbericht enthüllt, dass das FBI erweiterte Rechte fordert, um an bestimmte Techniken von Hackergruppen zu gelangen. Das FBI will Hacker und Hackergruppen identifizieren und kennzeichnen, selbst wenn diesen keine Straftaten nachzuweisen sind. Befürworter der Informationsfreiheit halten diese beispiellosen Forderungen für eine Bedrohung der Bürgerrechte. Marcus, hast du eine Sekunde? Klar, was brauchst du? Mit dem Algorithmus, den wir von Noodle gerippt haben, stimmt irgendwas nicht. Alle Daten, die er ausspuckt, sind falsch. Soll ich vorbeikommen und nachsehen? Ja, wenn's geht. So gut wie erledigt. Timo, Mann, ich muss eine zweite Hypothek aufnehmen, nur um mit dem Kleinen zum Spiel gehen zu können. Yay! Echt krass. Sieht gut aus. Bist du bereit für den Chip? Moment. Ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Ich will eine öffentliche Übertragung, dass Dedzek nicht mal 2 Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Pepp es auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an, Namen zu nennen. Genau. Namen. Identitäten. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Mach dein Ding. Mach's gut. Also dann, hau doch jetzt erstmal ab und mach das Video für mich.
Sache vielleicht verlegt wird in einen anderen Ort. Sie meinte, dass die TTO ist. Und? Was will sie? Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt, Rhonda's Diner. Ich schick Ghoulie, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Ja, da gab's eine neue. Verdammter Bus überfährt dich. Du Vollidiot! Ja, moin. Yo, Ghoulie. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkartenskimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber dass Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Ah, aber wir? Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Primate sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Ghoulie. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Es ist Nervin. Kennst du Herr des Lichts von Selassie? Eine Kolonie macht sich mit Hilfe der Technologie unsterblich. Technik. Götter. Kapierst du jetzt? Das ist die Reibungswärme, von der ich rede. Nicht, dass deine Hand beim Wichsen heiß wird. Ich denke weiter bis zur Nanotechnik, Alter. Alles klar, schon. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das Ding ist explodiert. Oh, ist das Ding explodiert? Mehr Deckung.
Problem, dann hätte ich nicht schon genug. Dein Tattoo ist cool. Erinnert mich an den China-Fraß, den ich ausgekotzt habe. Das Gelände ist... Sans, ich habe hier Probleme. Ich kapiere nicht, wie das sein kann. Meint ihr, sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Lenny wird Schwierigkeiten haben, das den Suns zu erklären. Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist.